Die ersten Game Days aus meinem Buch gehen gerade zu Ende und wir freuen uns darüber, dass wir ein ganz tolles, kreatives, anstrengendes, aber auch unglaublich spaßiges Wochenende miteinander hatten. Vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, die in ihrer Freizeit total gerne spielen, vor allem Videospiele, konnten hier in verschiedensten Workshops super tolle Einblicke bekommen, wie man auch kreativ mit Videospielen umgehen kann. Aber es ging uns auch um Eltern und Großeltern, um Pädagoginnen und Pädagogen, um Lehrerinnen und Lehrer, um Fachkräfte der Jugendmedienarbeit. Denn auch die sollten mal erfahren, dass es sich lohnt, sich mit Games zu beschäftigen, dass es sich lohnt, Games zum Thema zu machen und dass man auch eigene Game-Projekte verwirklichen kann. Und deswegen haben wir die Game Days gemacht.